Wer kennt nicht das Problem? Man hat die Waschmaschine irgendwie im Abstellraum oder irgendwie unten im Keller oder sonst wo, wo man halt nicht ständig ist, stellt die Wäsche an, sie läuft und läuft und läuft und dann vergisst man es, weil man irgendwie noch wieder was anderes macht oder wie auch immer. Wäre es da nicht schön, wenn man direkt erinnert wird, dass die Wäsche soweit fertig ist und ja, man halt anfangen kann, diese aufzuhängen oder einen Trockner zu packen oder wie auch immer? All dies geht mit Homematic und zwar ist das ein Tipp, der auch von ELV kommt und ich möchte in diesem Video diesen einfach nochmal vorstellen. Wir nehmen hierfür einfach die Schalt- und Messsteckdose und was wir mit dieser machen können, ist recht einfach. Hier rein wird einfach die Waschmaschine gesteckt, also der Stecker der Waschmaschine und dieses halt kommt in die Wand, wird also einfach dazwischen gesteckt und wir haben so die Möglichkeit zum einen, dass man hier mit Hilfe diesen kleinen Knopfes und natürlich auch mittels Homematic selber dann den Strom ein- und ausschalten kann vom Verbraucher. Und zum anderen, was wir damit machen können, ist ganz einfach, dass wir messen können, wie viel Energie gerade verbraucht wird. Und das ist ganz praktisch hierbei, weil wir somit messen können, okay, es wird gerade Energie verbraucht, das heißt, die Waschmaschine läuft und an einem gewissen Punkt, wenn keine Energie mehr verbraucht wird, dann ist die Waschmaschine fertig und somit können wir dann diese Information halt auswerten und uns eine E-Mail zukommen lassen oder wir können es machen, dass die Türklingel klingelt. Wer einen MP3-Gong hat, kann halt ebenfalls auch nochmal sich halt eine entsprechende Nachricht durchsagen lassen durchs Haus und ja, man hat viele Möglichkeiten, ganz einfach mithilfe dieses Signals, was wir dann bekommen und mit dieser Information halt diese zu verarbeiten. Was wir ebenfalls noch machen können, das kann ich jetzt leider nicht in diesem Video vorstellen, weil ich einfach das Teil nicht habe, aber vielleicht so als Gedankenanstoß. Es gibt von ELV auch so einen Feuchtigkeitssensor, ist jetzt falsch gesagt, so einen Nässe-Sensor. Das heißt, wenn die Waschmaschine irgendwie ausläuft, dann können wir dieses Signal auch verwenden, auch wieder mit Hilfe dieser Schaltmex-Steckdose und können sofort die Energie abschalten. Das heißt, es geht sofort Strom aus vom Verbraucher. Und das finde ich schon eine wichtige Sache, weil halt dadurch irgendwie noch ein Kurzschluss entstehen könnte oder wie auch immer. Aber mit Hilfe von Homematic kann uns dieses nicht mehr passieren. Wunderbar, oder? Also, fangen wir doch gleich mal an und ich richte einfach mal schon mal das Programm ein und zeige euch halt, wie dieses dann ganz genau funktioniert und wie ich halt auf diese Infos gekommen bin. Was ich ebenfalls nutze, ist, ich habe mir mit Hilfe von den Highcharts auch nochmal angeschaut, wie der Energieverbrauch ist. Auch das zeige ich halt kurz nochmal im Video, damit ich einfach weiß, ab wie viel Energieverbrauch muss halt die Systemvariable gesetzt werden, dass die Waschmaschine läuft und ab wie viel Energieverbrauch ist es halt so, dass die Waschmaschine fertig ist. Aber genug gefaselt, ich zeige euch das einfach mal im Detail in dem Video. Viel Spaß mit dem Video, nochmal eine genaue Anleitung gibt es auf verdrahtet.info, weil da stelle ich es halt auch nochmal eben vor und zeige halt da nochmal einen kurzen Screenshot vom Programm und so weiter, dass es vielleicht ein bisschen einfacher ist für euch, das Ganze nachzubauen. Gut. Vielen Dank, viel Spaß mit dem Video und jetzt schon mal bis zum nächsten Mal. Ciao! Gut, fangen wir mal an. Ich habe als erstes mit den CCU.io Highcharts habe ich mir mal anzeigen lassen, wie viel Watt wann verbraucht worden ist. Und zwar habe ich mir halt hier diesen Zwischenstecker mit reingeladen und werte hier Power, also wie viel Watt halt verbraucht werden, aus. Und kann halt ganz einfach mit der Maus halt hier rüberfahren. Sehe halt, wenn die Waschmaschine nicht läuft, da war die noch ausgeschaltet, braucht sie halt 0,6 Watt. Und sobald sie halt eingeschaltet wird, sieht man hier, sieht es bei 38 Watt. Man kann halt einfach mit der Maus ein bisschen hin und her wandern. Und was man ebenfalls sieht, ist, dass es halt hier immer so Pausen gibt. Wo sie halt 6,2 Watt hier in diesem Fall braucht oder hier nochmal 6,4 Watt. Es sind, ja, ich weiß auch nicht, was die Waschmaschine da macht. Also irgendwelche Pausen, wo die Wäsche irgendwie ein bisschen abtrocknet oder wie auch immer. Interessant, man kann auch mal die Höchstwerte sich angucken, 2200 Watt. Ich weiß gar nicht, vielleicht müssen wir nochmal eine neue Waschmaschine halt irgendwie haben, die ein bisschen energieeffizienter ist. Aber nun gut, hier am Ende, das ist nämlich das, was eigentlich auch mit am interessantesten ist, sieht man, dass sie 4,3 Watt braucht, wenn sie fertig ist. Und das ist halt das, was uns da interessiert. Auch hier so zwischendurch, wenn man da nochmal guckt, es sieht immer bei 6,3 Watt, außer halt, wenn sie wirklich fertig ist, weil dann liegt sie, wie schon gesagt, bei 4,3 Watt. Und das ist halt, wie gesagt, der Punkt, der uns hier an dieser Stelle interessiert. Und hier, wenn sie ganz komplett ausgeschaltet ist, also wirklich an dem Schalter,
Dann liegen wir bei 0,6 Watt, hier auch mal 0,8 Watt, aber das liegt alles im Rahmen unter 1 Watt. Und hier halt, wie gesagt, wenn sie noch eingeschaltet ist, aber die Waschmaschine ist fertig, liegt sie bei 4,3 Watt. Okay, wir sind jetzt auf der CCU und dann schauen wir erstmal, was wir hier soweit einstellen müssen. Als erstes müssen wir uns hier einfach mal eine Systemvariable erstellen. Und zwar auch hier für die Waschmaschine einen Logikwert. Und zwar ist das einfach ein Wert im Sinne von, okay, sie läuft die Waschmaschine oder sie ist halt fertig. Wir nehmen dieses, um einfach mit dem ersten Programm auswerten zu können. Also im ersten Programm wird einfach dieser Logikwert beschrieben. Das heißt, es wird einfach gesetzt, läuft die Waschmaschine oder ist sie halt fertig. Und im zweiten Programm, dann werten wir halt diese Information aus. So, also der Logikwert hier mit wahr und falsch, der ist soweit schon erstellt. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier in die Programme rein, haben hier in unser Programm Waschmaschine und sehen dann halt, dass wir bei der Geräteauswahl uns diesen Zwischenstecker geschnappt haben und auswerten tun wir hier die Leistung. Haben wir hier bei der Leistung einen Wertebereich größer als 5,5 Watt. Ihr erinnert euch, bei den Heizschalts haben wir gesehen, fällt dieser Wert unter 5,5 Watt, ist die Waschmaschine fertig. Und das ist halt darum unser Schwellwert, den wir hier halt nutzen als Information. Das heißt, wenn die Waschmaschine läuft, ist sie über 5,5 Watt, ist sie unter 5,5 Watt, ist sie fertig oder halt ausgeschaltet. Gut, fangen wir also auch mal an. Wir werten die Leistung hier aus und haben den Wertebereich größer als 5,5 Watt bei Änderung auslösen. Das heißt, wenn ein Wert über 5,5 Watt gemeldet wurde, dann soll Folgendes passieren. Der Systemzustand Waschmaschine, den wir gerade eben ja uns erstellt haben, der soll dann sofort auf den Wert läuft wechseln. Das heißt, dann läuft die Waschmaschine und dann ist sie halt in Betrieb. Wir haben ja dann ebenfalls nochmal eine Bedingung, sonst wenn. Das heißt, wenn halt dieser Wertebereich unter 5,5 Watt ist, das haben wir hier nochmal, Geräteauswahl, die Leistung im Wertebereich unter 5,5 Watt, dann soll der Systemzustand Waschmaschine auf fertig gesetzt werden. Aber ihr seht, hier ist eine Verzögerung drin. Die Verzögerung wirkt halt ganz einfach Folgendes. Ihr habt immer gesehen, da gibt es immer mal wieder so kleine Pausen und ich möchte einfach nicht, dass sofort, wenn die Waschmaschine eine Leistung von unter 5,5 Watt, dass er sofort diesen Systemzustand ändert, weil daraufhin andere Programme wieder angesteuert werden. Das heißt, ich möchte halt, dass hier einfach ein bisschen gewartet wird und wenn er in der Zwischenzeit innerhalb dieser 3 Minuten wieder auf über 5,5 Watt ist, dann wird halt wieder der Systemzustand auf läuft gesetzt und es passiert nichts. Wenn der Zustand für mindestens 3 Minuten auf unter 5,5 Watt ist, das bewegt dieses untere Programm, dann soll erst der Systemzustand auf fertig gesetzt werden. Okay? Gut, dann schauen wir uns einfach nochmal kurz an, was wir daraus machen mit dieser Information. Ich habe hier einfach mal zum Test, wirklich einen Test, nicht mal richtig geschrieben habe ich es, soweit erstellt. Und was ich mir halt hier mache, ist, dass ich mit dem Systemzustand Waschmaschine bei Änderung auslösen. Das heißt, wenn der Systemzustand den Wert fertig bekommt, dann soll halt das Programm starten und was ich halt mache ist, ich schicke mir einfach kurz eine E-Mail. Das war einfach nur, um das Ganze mal auszuprobieren. Wie schon gesagt, könnte man da auch den Funkgong einbauen und den blinken lassen oder dem eine Info ausgeben lassen oder ähnliches und all solche Dinge halt mitmachen. Das ist halt, wie gesagt, euch überlassen. Ihr könnt auch machen, dass ein Licht angeht im Flur oder wie auch immer. All dies könnt ihr halt selber einstellen mit diesem Systemzustand. Das heißt, Systemzustand auch fertig, bei Änderung auslösen. Dann soll halt dies und dies und das passieren. Aber wie gesagt, da könnt ihr selber kreativ werden. Das war schon mit diesem kleinen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie immer freue ich mich über einen Daumen hoch, wenn euch dieses gefallen hat. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Ciao. We'll be right back.